atmen. Wenn der Atmung da ist, dann wird dieses V da vorne aufleuchten. Vorausgesetzt, er hat eingeschaltet, das vergisst er nämlich auch. Wir sind gespannt auf Paul Siebert und Yellow Thunder. Finale! Ja, da ist das V. Das ist der Trick. Am Ende gelandet ist Paul Siebers mit dem Yellow Thunder. Glückwunsch, Paul. Ja, und unsere beiden niederländischen Gäste sind übrigens da. Freak und Red Reno. Beide nicht aufgetaucht. Mehrmals ausgerufen.
Feiern wir mit dem Lokalmatador alleine, oder? Ja. Dann genießt er einen einhörigen Applaus hier. Paul Siebers, Yellow Thunder! Unsere beiden Niederländer sind nicht angetreten zur Siegerehrung und werden wir die... Ah, hier, jetzt geht's doch weiter. Okay. Dann machen wir es noch komplett. Wie sieht's aus mit unseren Jungs von Felix? Sind die auch unterwegs? Ah, komm. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt so weiter. Der zweite Platz geht nämlich an den Frick und der IAC am Ende Rang 2. Wie sprecht ihr das aus? Frick? Frick? Wie sagt ihr das? Frick. Frick. Ah, Frick ist Frick. Okay. Okay, also Frick ist der Zweite geworden. Und auf dem ersten Platz der schöne Volvo, der Red Torino. Riesenapplaus für den Volvo-Piloten hier, Red Torino, auf Rang 1. Unglaublich, dass er hier heute den Sieg einfährt, Red Torino und der Felgen. Ja, und auch Paul Siebers ist übermöglich, erster der deutschen Meisterschaft. Das war für sich, genau. Er hat ja die deutsche Meisterschaft auch gewonnen, ne? Die Führung übernommen. Ja, schon, das ist der Führung. Ui, ja, der weiß es noch ganz genau. Die Faust ist Gewalt. Also, ja, hier heute geht der Führung mit der deutschen Meisterschaft, der Paul Siebers mit dem Yellow Thunder. Glückwunsch dazu noch einmal. Das war die Supersportklasse und ja, jetzt heißt es, entweder ihr holt euch jetzt noch mal kurz was zu trinken.